Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Es ist leider rein rechnerisch nicht mehr drin, Elite 3 zu werden. Aber wir brauchen einen Sieg aus drei Spielen, um Gold 1 zu werden. Das möchte ich natürlich. Und da es ja auch um die Monatsbewertung geht, werde ich logischerweise auch alle drei Spiele spielen. Auch wenn ich jetzt direkt das erste gewinnen sollte, was ich natürlich hoffe. Dann habe ich nämlich erstmal Sicherheit. Ich kenne das natürlich, dass dann ziemlich bei mir die Anspannung abfällt und ich dann meistens die restlichen Spiele nicht mehr so gut spiele, auch wenn es um die Monatswertung geht. Aber ja, wichtig ist jetzt erstmal, Radecki hat dann immer noch 77, Moment. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall erstmal, dass wir noch ein Spiel gewinnen, um Gold 1 zu werden. Dann, wenn ich Gold 1 werde, dann bin ich auch sehr zufrieden mit der Weekend League, muss ich sagen. Wenn ich jetzt theoretischerweise noch alle drei Spiele gewinne und 17 Siege hole und dann ein Sieg gefehlt hätte für Elite 3, das wäre natürlich super bitter, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube nicht, dass ich die letzten drei Spiele in Folge gewinnen, weil dann müsste ich ja das erste jetzt schon gewinnen und danach ist die Anspannung meistens kleiner. So, hat auch ein Bundesliga-Team und er hat erstmal ein 4-2-3-1 mit den ganzen ZOMs da drinne. Interessant, interessant, ein bisschen anders als meins. Schauen wir mal. Ja, wie lange will das denn noch machen, ne? Köse waren jetzt alle ziemlich riskant. Scheiße. Zu weit vorgelegt beim Sprinten. Okay, es gefällt mir schon mal, was der Fille zurzeit macht. Fällt mir natürlich nicht, was für einen Fehler ich mache, aber er macht schon wieder so einen Fehler. Schon wieder. Müsste ich aber langsam meine Torgefahr damit entwickeln. Na, 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 das wäre jetzt aber auch frech gewesen, ne? Leider richtig antizipiert, scheiße. Gefällt mir nicht, wir nutzen die Fehler, die groben, krassen Fehler vom Gegner so schlecht aus. Machen selber komplett dumme. Schön gemacht von Tolisso. Das hat er ja richtig schlecht verteidigt. Was hat er denn da gemacht? Was war das denn? Hä? Er hat mich einfach laufen lassen. Einen kleinen Schlenker und einen Torhüter auszuschalten und das Ding ist drin. Geiles Ding von Gnabry. Okay, das war jetzt überraschend. Ich war fast, also ich hätte fast nicht geschossen, weil ich so überrascht war, dass er da wieder weggeht mit seinem Spieler. Hat er wahrscheinlich Angst, dass er hier einen Elfmeter verursacht. Keine Ahnung. Sehr komisch. Macht echt viele Fehler. Was macht denn der? Krass.
Schön gemacht von Ginter. Fuck, ich dachte, er zieht dann zurück. Geiler Pass von Arangis. Dann hat er es wieder schlecht verteidigt, ja, er bricht ab, ich kann es nachvollziehen, also das war schon wieder viel zu passiv auf Origi. Freut mich, dann haben wir jetzt Gold 1! Sehr schön, zwei Tore Gnabry, Vorlage Origi, Tolisso, okay. Ach, natürlich ein bisschen unfair jetzt für Philipp, weil er jetzt natürlich gar nicht das ganze Spiel Zeit hatte, sich auch zu zeigen, dass er geil ist. Er hat sich wieder gut angefühlt, aber Ribéry fühlt sich halt auch gut an. 19 Spiele, 5 Scorerpunkte. Moment mal, wenn er jetzt noch ein Spiel macht, dann hat er 20 bei 5. Macht er 0,25 und ich glaube, Ribéry macht 0,35. Naja, schauen wir dann nochmal. Okay. Oh nein, guck mal, er spielt mit 81 Fitness. Das heißt, ich habe komplett vergessen, ihn in die andere Mannschaft zu packen. Krass, dass ich das nicht gemerkt habe. Wie dumm, ey. Moment mal, wer fehlt denn da? Wo ist er denn? Hier. Okay, jetzt die restlichen zwei Spiele sind für die Prestige. Schön, dass er abgebrochen hat. Das ist die Aufnahme nicht ganz so lang, weil wir jetzt hier drei Spiele machen. Für die Prestige, für den Ruhm und für den Monat natürlich entscheidend. Also ich möchte schon gerne wieder Gold 1 werden. Hatten ja echt Glück bei unseren letzten Foot Champion Karten. Wir haben jetzt zwar in Anführungsstrichen bloß Radecki und Icardi verwendet, obwohl wir noch Raphael hatten. Aber ja, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Gerade Radecki und Icardi. So, gutes Team. Wir können jetzt ganz befreit aufspielen. Wir wollen super gut spielen, aber wenn wir verlieren, ist es nicht so schlimm. Das hat er gut gemacht, falls er das selber war. Das hat er dafür richtig schlecht gemacht. Da wollte ich nicht hinpassen, da ging es gut. Das war geil gespielt und es war halt auch genauso geplant. Sehr geil. Als ich gesehen habe, wie die da standen, dachte ich, jetzt mal einen Doppelpass probieren. Einen schnellen, zack, zack und dann zack, flach ins Lange. Nice.
Oh, da wollte ich nicht hinpassen. Ah, ich wollte natürlich nicht schießen. Oh, abgefälscht, nice. Fehler. Ich wollte wieder die Schusstäuschung machen, Mann! Was der eigene Mann? Das war der eigene Mann. Oh. Hätte fast noch geklappt, aber wo spielt denn der hin? Außen, nicht inne. Nein, nicht auf ihn. Eins kürzer, aber ich glaube, ich sollte das einfach nicht machen. Das funktioniert einfach so selten. Foul. Wir brauchen das zweite Tor. Wir sind ja auf jeden Fall die bessere Mannschaft, aber wir brauchen das zweite Tor. Och, genau das wollte ich doch decken. Geil, wie er selbst die Einwürfe verhaut, ey.
Jetzt. Oh, aber ich wusste, dass ich zum Kopfball komme. Anstrengendes Spiel. Ich gebe aber irgendwie auch gerade. Also ich finde es gut, ich gebe mir viel Mühe. Ich versuche mich echt zu konzentrieren und es war absolut verdient, dass wir führen und wir müssten eigentlich noch höher führen, aber lass mal das zweite Tor machen. Kein Fall. Schade, Ecke gelackt. Ach, jetzt bitte kein Ausgleich durch so eine Scheißecke. Aber auch dies hat er schlecht ausgespielt. Das ist ein Spiel, wo ich mir sogar zutraue, 1-0 zu gewinnen, aber ich will ja trotzdem das zweite Tor haben. Alter, was der teilweise für Pässe verhaut, ist der Wahnsinn! Was kriege ich denn jetzt hier gerade für Gegner, sag mal? Ist ja super geil. Solche Aufbaugegner vielleicht mal am Anfang von der Weekend League. Danke. Na, wenn er einmal steht, dann steht er gar nicht schlecht, muss man sagen. Wirklich gut durch komme ich nicht. Er macht halt nicht den Fehler, dass er so aggro drauf geht, sondern er bleibt immer hinter dem Gegner, zwischen Gegner und Tor stehen, muss man sagen. Ja, es ist, kommt nicht vorbei. Wenn er einmal steht, ist es schwer. Vielleicht mal schießen sollen. Ach, ich warte, wenn Svenner nach dem Ausgleich schießt, dann wechsle ich, aber ansonsten lasse ich es, denke ich.
So, jetzt gehen wir auf Zeitspiel. Also jetzt hier will ich keinen Ausgleich mehr fressen. Ich habe doch nur kurzen Spieler hier. Hallo. Sind aber das so wenig. Ach, jetzt muss ich glaube ich flanken. Schade. Wieder nicht. Kommt mal einer kurz. Oh. Das war's, verdient gewonnen. Vielleicht schaffen wir es ja noch, das dritte Spiel in Folge zu gewinnen. Das wäre cool. Okay, die letzten beiden Gegner waren jetzt echt schwach. Der hat echt nur einmal geschossen und davon keinmal aufs Ziel. Die waren wirklich schwach. Mal gucken, was der letzte Gegner für einer ist. Gut. Ich schaue jetzt nochmal nach, was Ribéry für Scorerwerte hat. Aber ich glaube 0,35, glaube ich. 20 durch 5, 7, ja, 0,35. Das hat auf 55, auf 57 Spiele. Das ist halt auch schon mal eine Hausnummer, ne? Also, Philipp, es tut mir leid, aber ich denke, es ist trotzdem dein letztes Spiel jetzt. Du musst jetzt den Scorerpunkt erzeugen, sonst Kick. Tut mir leid. Dann werde ich wieder zu Ribéry greifen. So lange, bis ich dann da irgendwann mal einen interessanteren Spieler habe. Es würde ja auch komplett reichen, wenn er genauso viele Scorerpunkte wie Ribéry macht. Er fühlt sich, glaube ich, einen Tick besser als Ribéry an. Deswegen ein Tick spritziger, deswegen würde ich dann ihn auch behalten. Ja, komm, wir spielen mit gegen Schwarz, gegen Dunkelblau. Was ist denn los mit dir? Ach du Scheiße. 92, 89, 90, 90, 85, 87, 89. Ja, das ist zumindest erstmal ein krasses Team. Aber der letzte hat jetzt auch kein so schlechtes Team gehabt. Da kommt es dann einfach darauf an, wie er sich jetzt spielerisch so schlägt. Oh, Alu quasi im Hinfallen noch geschossen. Mann, was soll denn jetzt diese ganze Alu-Dreck jedes Mal?
Hätte ihn ruhig mal reinmachen können. Und Jordi Alba sprintet mal durch, wie es aussieht. Ich wollte ihn eigentlich nur antäuschen, aber es war ein bisschen zu viel angetäuscht, wie es aussieht. Das ist geil. Alu-Treffer bei mir und er kriegt halt einfach mal den Pacer-Treffer. Glückwunsch. Egal, es geht ja erst los. So, Kollege, so. Machen wir erstmal kurz den Ausgleich, den verdienten. Den schönen Distanztreffer von Gnabry. Ah, ich muss sagen, sein Schuss langsam, vor allem sein rechter, langsam verliebe ich mich drin. Sehr geil. Das könnte ein interessantes Spiel werden, wenn es so weitergeht. Oh nein, ist nicht der Ernst, oder? Das zweite Mal, Alu. Ist eine Führung für mich verdient. Krass. Ich werde jetzt wohl Alu-Meister, wie es aussieht. Na also. Wieder Alu übrigens, aber diesmal wenigstens rein. Also ich wäre wahrscheinlich wirklich Alu-Meister. Was ist denn das für ein crazy Spiel, verdammt? Schon 3 Tore gefallen, ich hätte schon 2-mal Alu. Sehr schön. Suarez, das ist ein Foul, ja. Müssen wir aufpassen, weil er kann natürlich schon überall schießen. Oh, das hätte das nächste von Gnabry sein können. Krass. Das wäre Kreil gewesen. Kreil wäre es gewesen. Das wäre mal richtig heftig gewesen. So, Gratis, na hey. Dass der nicht den besten Schuss hat, ist mir eigentlich klar. Was ist denn mit dem Gnabry plötzlich los? Ach du Scheiße, da haut er ja fast jeden rein. Und vor allem was für Dinger? Das sind ja eigentlich schon Distanzschüsse. Der nächste drin. Sehr geil. Und das gegen De Gea. Also, ich habe heute Überschrift von dem Artikel, ist De Gea bester Fußballer. Quatsch.
ist De Gea bester Torhüter der Welt. Also nur weil Neuer mal ein bisschen verletzt ist. Was ist denn hier los? Krass. Oh nein, oh, ich sehe mich jetzt wirklich die letzten drei Spiele in Folge gewinnen und ein Sieg fehlt für Elite 3. Wie bitter ist das? Und dann, wie gesagt, ne, zwei Spiele hätte ich auf jeden Fall gewinnen können, vielleicht sogar drei, also mehr, als ich jetzt bis jetzt gewonnen habe. Und wenn ich dann halt nur einen Sieg brauche, also das ist dann halt echt bitter. Scheiße, die muss er doch machen, ne? Was, abseits? Aber es gibt's gar nicht. Die letzten drei Gegner waren halt auch alle total schlecht, in Anführungsstrichen. Krasses Team, aber können damit nicht umgehen, wie es aussieht. Boah, wir hatten eigentlich schon wieder. Oh, oh. Was? Das war kein Abseits? Was? Oh, dann war es wieder ein beschissenes Stellungsspiel von meinen Verteidigern. Danke. Dass es jetzt wieder spannend wird, obwohl der Gegner deutlich schlechter ist. Ich sag nur zwei Alu-Treffer. Das haben wir schlecht gemacht, ausnahmsweise mal. Scheiße, das hat er auch gut gemacht. Das geht mir manchmal auf den Sack, dass die einfach immer alle nur stupide nach vorn rennen und erst wenn sie im Strafraum sind, überlegen sich, oh, einer müsste sich mal hinten hinstellen. Mist. Ärgerlich, dass es hier nur 3-2 steht, weil es ist immer noch viel zu spannend. Und die als Spieler schießt halt mal aus 50 Metern und ist das Ding halt drin. Das ist halt scheiße. Ja, ich habe auch gute Spieler, aber ich habe halt keinen Suarez. Und obwohl Arangis halt ständig geile Distanztreffer macht, hat er eigentlich keinen guten Distanzschusswert. Okay, den muss er natürlich machen mit Bale, keine Ahnung, was er sich da überlegt hat, aber den würde ich halt auch flach schießen und nicht so wie er. Hm, ich kann niemanden anspielen. Was mache ich denn jetzt? Muss ich mal auf Origi flanken? Nice luck. Oh, schade. Hätte vielleicht auch eine Schusstäuschung machen sollen, weil dann wäre es wahrscheinlich ein Elfmeter gewesen. Denke ich mal. Jetzt kommen wir erstmal mit Suarez in den Sturm, in die Verteidigung oder was?
Ich muss leider abbrechen. Schade, haben wir eigentlich gut gemacht. Boah, ist doch knapp. Oh, toller Preis, Philippe. Philippe, sage ich schon, Philipp. Oh, Gnabry Kopfball, so wäre natürlich auch krass. Ich will das Spiel auf jeden Fall auch gewinnen. Also, es hat einfach nicht verdient, hier noch irgendwie was mitzunehmen. Deswegen gebe ich hier auch alles. Goretzka verletzt. Nee, Kimmich. Schade. Aber es ist halt kein Gnabry, hat halt nicht so einen Schuss wie der Gnabry. Oh, wie knapp. Schade. Oh, zum Glück. Oh, war das knapp. War aber auch so nicht geplant, ist, denke ich, klar. Oh, zum Glück ist das nicht schief gegangen. Och, ich habe dich doch einen Lauf geschickt. Mist. Vierundachtzigste, sagt mir das doch dann mal. Zeitspiel also. Scheiße, abseits. Geil. Komplett unbedrängt. Nice.
Na also. Sehr geil. 4-2, Abschnitt verdient. Wir haben noch zwei Alu-Treffer. Wir hätten viel höher gewinnen können. Gnabry macht 3 Tore. Und ich habe die letzten 3 Spiele in Folge gewonnen. Und mir fehlt noch ein Sieg. Solide 3. Ach, ist das bitter. Aber ich habe noch keine 17 Siege gehabt, oder? Bestes Weekend-League-Ergebnis bisher in dieser Weekend-League. Und was soll ich sagen? Ich habe versucht, jedes Spiel, nachdem ich dann dieses einschneidende Erlebnis hatte, wo der Gegner, wo ich 73% Ballbesitz hatte, der Gegner der ersten Hälfte gar nicht geschossen hat und ich glaube auch im ganzen Spiel nur einen Schuss abgegeben hat und dann mit einem scheiß Konter gewonnen hat, das hat mich so inspiriert, weil er einfach so diszipliniert geblieben ist und dann leider Gottes am Ende belohnt wurde für seine Disziplin, und das hat mir halt einfach diesen Schub gegeben, dass ich dachte, so musst du auch spielen. Von der Disziplin her. Und es hat mir auf jeden Fall geholfen, besser zu sein. Es war immer noch nicht 100% das, was ich erwarte. Aber wenn ich so weiterspiele, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich Elite 3 mal schaffe. Und wie gesagt, es fehlt nur ein Sieg. Es wären mindestens 2 mehr drin gewesen. Das zeigt dann ja, dass da einiges geht. 4 Tore, alle 4 waren von ihm. Okay. Da hat er jetzt logischerweise einiges an Scorerpunkten gut gemacht auf Werner und bleibt auch jedenfalls erstmal. Das heißt, ich sollte Werner vielleicht verkaufen. Da könnte noch ein bisschen was wert sein. Was haben wir denn da hier? Origi macht die Vorlage. Sehr schön. Alessandrini, Arangis und Tolisso. Ach, ist das schade. So, jetzt machen wir aber hier noch ein bisschen... Ja, stimmt. Ein bisschen Schieberei. Tor für Frankreich. Was haben wir denn da? 200 Münzen. Ach du Gott. Ach, und noch ein... Ah, okay. Und dann noch ein Pack. Ich dachte schon, nur 200 Münzen wäre komisch. Aber ist logischerweise nur ein kleines Silverpack, was auch keinen wirklich interessiert. Ein Bronzeset, Ach, nicht mal ein seltener Spieler. Wobei, seltene Fitnesskarte ist ganz gut, weil die ist ein bisschen was wert. Was war ich letztes Mal wert? 800, glaube ich. Da fällt mir gerade ein, in FIFA 17 kam es doch vor, dass man Spieler aus den Packs gezogen hat, die schon den Chemistry-Style drauf hatten. Ich weiß nicht mehr genau, woran es lag. Aber das ist auf jeden Fall vorgekommen. Was ist denn mit dem Torhüter hier? Das... 400, 700, 300. Ich packe mal den Verein. Und zwar 1000, wir sind schon bei 11 Minuten, 1000, oh, vielleicht kriegen wir es sogar für 900 los, sieht ganz gut aus. Ja, stell es mal für 900 rein. Da ist das Pack ja gar nicht mal so schlecht gewesen. So, jetzt aber eigentlich zu dem, was ich eigentlich noch machen wollte, nämlich schnell mal gucken, wie ich meine Mannschaft jetzt hin, also, ja, aufstelle. Oh, Kimmich verletzt. Eine Partie, das geht. Also, Gnabry, du hast natürlich jetzt komplett übertrieben mit nochmal 4 Toren. Ich weiß, das freut mich auch. Und du bleibst jetzt auch erstmal fest. Hast dich an Werner vorbeigeschoben. Da sind wir bei 23. Macht ja auch Sinn, hat ja auch geile Werte. Aber Deadeye hat nicht funktioniert. Ich brauchte schon einen Sniper. 23. Ja, ne, 23 durch 15. Eieiei, 1,53. Wenn er das hält, ist er der beste Stürmer bis jetzt. Aber das wird er, glaube ich, nicht halten. Das hat auch Mertens als einziger geschafft mit 1,5. Aber da hatte, glaube ich, fast genau 1,5, also nicht 1,53. Und jetzt holen wir mal schnell Werner rein, weil den will ich eigentlich dann auch direkt verkaufen. Weil ich glaube, da ist noch was wert. Ist da echt noch so? Oh, ich wollte gerade sagen, ist da echt noch über 20.000 wert? Das geht doch gar nicht.
Ich habe mich schon kurz erschrocken, ey. 7000, okay. Oh, 4-6. Oh, mit Chemistry-Style. 4-6. 4-4. 3-3. Oh. 3-3. War das billigste. 3000. Oh. Ich glaube, mehr als 3-5 wäre ich da wahrscheinlich auch mit Chemistry-Style nicht bekommen. Ich glaube, selbst 3-5 wird schwer. Ich werde ihn wahrscheinlich einfach für 3000 reinstellen. Hier gibt es schon einen mit Chemistry Style für 3-1. Ja, ich stehe mal für 3000 rein. Was habe ich bezahlt damals? 15.000, okay, das geht noch. Was habe ich gesagt? 3000, ne? So, Origi, da will ich auch noch mal schauen, weil da macht er gerade auch in jedem Spiel irgendwie einen Scorerpunkt. Das sind wir bei 17 durch 26. Boah, 0,65, wenn er das hält, ist er bester Außenmittelfeldspieler. Das wird er nicht halten. Auch Philippe Andersson ist ein bisschen runtergerutscht, was aber, denke ich, normal ist. So, noch irgendjemand? Ach ja, genau, Philipp hat nichts mehr gemacht. Der muss jetzt leider gehen. Ach, das ist ärgerlich. Mal gucken, was der jetzt wert ist. Den habe ich gekauft für 24.000. Nein! Och nein, wieder diesen scheiß Fehler gemacht! Jetzt habe ich ihn für 9000 minimal reingestellt. Oh, fuck! Er geht auf jeden Fall unter Wert weg. Das ist immer so. Scheiße, scheiße, scheiße. Das kotzt mich an, aber egal, kann man nichts machen. Ist wenigstens nur Philipp und nicht irgendein Spieler, der 100.000 wert ist und dann bei 50 weggeht. Ich meine, er wird wahrscheinlich nicht sehr viel mehr wert sein als für den Betrag, wo ich ihn gekauft habe. Vielleicht ist sogar am Preis gefallen. Aber, na gucken. So, da muss jetzt Ribéry rein. Das ist trotzdem ärgerlich, aber bringt mir jetzt nichts, sich drüber aufzuregen. Ach, wieso ist denn das passiert? Mann, ich war wieder nicht aufmerksam. Genug. So, was sieht's mit Arangis aus? 165 und 166, also hat fast einen Scorerpunkt pro Spiel. Und das auf so eine. Auf so eine Anzahl an Spielen ist halt schon krass. Es war meine erste Inform. Es war mein erster Inform-Spieler. Und der ist am längsten dabei, was die Informs angeht. Er ist eigentlich von allen Spielern am längsten dabei, weil die anderen Spieler, er müsste auch die meisten Spieler haben, oder? Was? 172? Habe ich Schmelzer vorher gehabt? Ich dachte, Arangis hätte ich vorher. Ach, ich weiß wieso. Ich habe ja eine Zeit lang Kruse getestet, ich habe eine Zeit lang Raphael getestet und Schmelzer habe ich halt immer da gehabt, seitdem ich ihn hatte. Also ich habe zwar Arangis länger, aber mit Schmelzer habe ich mehr Spiele gemacht. Deswegen. Noch irgendwas, was ich nachgucken will? Eigentlich nicht. Kimmich sollte auch ziemlich gute Scorerwerte haben und er hat auf jeden Fall die besten Scorerwerte meiner Außenverteidiger, weil er halt immer Vorlagen macht bei Ecken. Komm, wir gucken mal, wie die Scorerwerte meiner Außenverteidiger sind. 8 durch 172, 0,04. 16 durch 148, 0,10. Das ist krass, alle 10 Spiele macht dann Scorerpunkt, das ist gut. Cool. 21 durch 187. Oh, Ghoulam ist besser, da macht 1,1, also 0,11. Und Kimmich hat 0,10. Das hätte ich nicht gedacht. Da macht er gar keine Vorlagen mehr. Also da macht er gar keine Ecken mehr und keine Elfmeter mehr. Krass. Ich meine, er ist auch nur knapp besser, aber das ist halt schon bemerkenswert, weil Kimmich ja die ganzen Scorerpunkte vor allem durch Vorlagen nach Ecken bekommt und Ghoulam dann halt wirklich alles aus dem Spiel rausmacht. Oder das meiste. Er hat am Anfang ein paar Elfmeter gemacht und glaube ich auch die Ecken mal getreten. Da werden nicht viele Kopfballtore entstanden sein, deswegen interessant. Und Lichtsteiner hat 12 durch 155, ja, 0,07. Also wirklich mit Ghoulam und Kimmich sind mit Abstand die besten und Ghoulam ein Tick besser als Kimmich. So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt schauen wir nochmal. Moment mal, ich glaube, Andersen hat ganz schön abgebaut, ne? 60. Durch 152. Ja, 0,39. Da war auch mal bei 0,65 oder 0,6. Das ist ja sogar schon unter 0,4 gerutscht.
Aber man darf halt auch nicht vergessen, logischerweise, wenn andere Spieler mehr Scorerpunkte erzeugen, dann werden halt auch das anders verteilt. Also jetzt macht halt auch ein Perisic mehr. Vielleicht spielt jetzt auch mehr über die Seite von Perisic, aber er ist natürlich trotzdem noch überragend und es dauert lang, bis der mal ausgetauscht wird. Aber er hat in letzter Zeit nicht mehr so viel gemacht, das ist mir aufgefallen. Perisic steht bei, eieiei, 10 aus 14 Spielen, das ist natürlich auch geil. Vor allem hat er so viele Tore. Aber er hat auch mal in einem Spiel 3 Tore gemacht, darf man auch nicht vergessen. 10 durch 14 ist 0,71. Ja, Perisic bisher mit Abstand der Beste, aber natürlich auch wenige Spiele mit Abstand der Beste. Gut, das war's jetzt aber auch. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.